Dead Space Folge, was weiß ich, frag doch nicht so ein Zeug. Wir sind zurück auf der Ishimura. Robert packt sie nicht mehr. Und Kevin ist auch ganz amused. Alan ist erst mal ein Kind, der sich überhaupt da will. Ja, richtig, denn Kevin ist noch da. Ich weiß gar nicht, ob die Dead Space Folge rauskommt, bevor die Fallout Folge. Ich glaube, die kommt eher raus. Die kommt eher raus. Kevin ist bei uns zu Besuch. Und deswegen haben wir jetzt die ganze Sache ein bisschen umgekrempelt. Das weiß ich nicht, ich hoffe es mal. Wir haben das Ganze ein bisschen umgekrempelt. Wir spielen jetzt alle eine Folge. Nicht jeder drei. Was ist das? Ne, ich will nirgendwo hin. Muss ich wohin? Ne, muss ich nicht. Genau, wir spielen alle eine Folge. Und sind glücklich. Und sind danach happy. Und weinen uns in den Schlaf. Nee, ich bin eigentlich immer noch happy. Nein, du meinst, sie jetzt gefällig O werden, da hier und Kunst. Das war ich nicht. Lass ein bisschen aufräumen. Brauchst du einen Arm? Hast du meine Hand frei? Ha! Oh, ey, komm, du kannst jetzt nicht für jeden blöden Spruch hier einen Strich machen. Soll man? Komm, der war fast gut. War zumindest fast witzig. Na gut. Wir müssen schon ein bisschen Toleranz walten lassen, sonst kommt der arme Roboter. Du brauchst jetzt hier irgendwie so einen Block. Ich brauch ja nicht. Doch, sonst wird der Lift nicht gehen. Ach. Wetten? Sag ich doch. Voll der Gack. Ja, warum würde Ding dabei nicht helfen? Warum nicht? Ich weiß man manchmal nicht. Hier vorne war irgendwo so ein Block, glaube ich. Mein Block, mein Viertel, meine Gegend. So. Ja. Greif doch mal zu! High five! Ah. Ich denke, wenn die dort reinstapelt sind, können die alle mal Hand anlegen. Also du provozierst gerade echt. Ey komm, du hast gelacht. Naja, gut. Ja, die haben alle Hände voll zu tun. Alter! Das reicht langsam. Also, Toleranz ist echt Oberkante Unterlippe. So, wo ist jetzt hier so eine Box, macht die mal nützlich, anstatt Scheiße zu reden? Ich. Nehmen wir mit. Ja, überfahren wir eigentlich mal Altstoffhandel hier. Oh, ist das nicht so was? Ja, folgen hat er dem Kabel. Würde ich vorschlagen, hier hinter. Da, die musst du mitnehmen. Ich trau dem nicht. Steht mal drauf, genau. Kommt ey, der will mit. Ah, da hat auch noch einen frei. Verdammte Axt für den Kopf. Jetzt haut's weh. Geht doch. Hier ist er ganz kopflos. Ah, hier, nehmen wir mit. Komm zu Baba. Hoppala. Ich wusste doch, das brauchen wir irgendwann. Ich versuche Kevin mal so ein bisschen die Steuerung zu erklären. Mit F kannst du Chinese einsetzen und Sachen hier so vor dich herziehen. Aber nur wenn du zielst. Aber nur wenn du zielst. Währenddessen. Mit der Waffe oder was? Ja. Okay. Ich glaube, jetzt musst du die Arme dort mal rausnehmen. Quatsch. Ja, besser Arm dran als Arm ab. Einmal feste drücken. Naja. So, Kevin, ich würde sagen, Robert kriegt jetzt einen Strich dafür. Er hat es tatsächlich provoziert. Also, wir hatten die Regel, falls ihr übrigens euch fragt, was du mit den Strichen soll. Wir haben in Borderlands Pre-Sequel, weil da ist ja Benny dabei und da ist die Menge an schlechten Witzen fast schon ein bisschen zu hoch. Deswegen haben wir die Regel aufgestellt, wer einen richtig blöden Witz macht, also wirklich so einen total flachen Witz bringt, der kriegt einen Strafpunkt. Die sammeln wir Let's Play übergreifend. Was wir letztlich jetzt mit den Strafpunkten machen, das haben wir noch nicht entschieden. Aber es wird böse sein. Es wird richtig übel werden. Ja. Es wird erstmal gesammelt. Ich wollte eigentlich nach oben. Es geht aber nach unten. Es geht nicht immer danach, was du willst. Warum? Mittlere Maustaste ist. Warte, ich hätte noch einen Witz. Das war eine handfeste Sache. Oh. Hat er sich den nochmal verdient? Und was ist der Vorteil davon? Also, hier ist der Vorteil, sag ich mal, nur wenn du. Also, so kannst du halt besser Arme und so kannst du besser Beine abtrennen. Ach so. Weil die Necromorphs sterben besser, wenn du erst ihre Gliedmaßen durchschneidest. Es gibt aber auch andere Waffen. Die kannst du mit 1, 2, 3, 4 durchwechseln. Die anderen zum Beispiel sind anderen. Also, hier kannst du dich zum Beispiel hinstellen und einmal rundherum feuern. Das ist ganz praktisch, wenn du gerade in Bedrängnis kommst. Robert braucht es immer, ich komme nicht in Bedrängnis. Haben wir jetzt mal eine Stasi-Station? Ja, du bist auch eine Stasi-Station. Wir haben nicht alles an Stasi. Wir haben nicht lalalalala. Ich habe einen Datenblock gefunden. Durchlesen? Logbuch des Abbaubetriebs. Dallas A. Supervisor, zweiter Engineer.
Die Aufbohrung des Planeten verlief ohne Zwischenfälle. Obwohl es einige Probleme an der Oberfläche gegeben haben muss, da wir kurzzeitig den Kontakt zur Kolonie verloren haben. Der erste Gesteinsbrocken wurde etwa eine Stunde nach der Aufbohrung aus der Kruste extrahiert und wurde dann direkt vorbereitet, raffiniert und geschmolzen. Die Ergebnisse übertreffen selbst die optimistischsten anfänglichen Erwartungen. Eine durchschnittliche Ausbeute liegt bei... Ich scrolle immer noch. 35% Mineralien, 5% Fossilien und 60% Abfallprodukte. Aber das Material des ersten Gesteinsbrocken besteht aus 65% Materialien und 0% Fossilien, was auch zu erwarten war. Das ergibt 6,5 Tonnen Erz pro 10 Tonnen Gestein. No shit, Sherlock. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es nicht mit einer Anomalie zu tun haben, sind wir auf eine regelrechte Goldader gestoßen. Ja, Love, Peace and Happiness, bevor sie wussten, was hier los ist. Jetzt holen wir mal nach Roberts Stase, filmen wir mal noch auf, damit er seine Zwangsneurose befriedigen kann. Weißt du, wo du lang gehen musst? Ich hab keinen Schimmer, interessiert mich auch gar nicht. Ich verlaufe mich jetzt und dann ist es Kevins Problem. Halbleiter Gold, das ist immer gut. Oh, guck mal, da ist radioaktiv, da gehe ich mal rein. Hast du B gedrückt, oder? Ja, genau, B. B ist, gucken, wo es hingeht. Jetzt ist natürlich kleine Norm der Schwerelosigkeit. Wenn du nicht zielst und Maustaste drückst, dann machst du das hier. Das ist mein Lieblingsmove. Das ist Roberts Lieblingsmove. Kauft immer Unmengen Munition, sagt so, jetzt bin ich gerüstet und schlägt dann alles. Und wenn hier, du, High Five! Du kannst auch treten mit Leertaste. Springen gibt's nicht. High Five! Das ist nur in der letzten Folge, wo ich den eben voll die Rübe weggeschlagen habe. Das war irgendwie creepy, aber lustig. Krieg ich den da, High Five! Oh, bleib doch hier! Bro! Alan! Wenn du jetzt hier in der Schwerelosigkeit bist, dann kannst du auch rumfliegen. Zeig mal, wie man kann rumfliegen. Genau, in der Schwerelosigkeit kannst du rum, oder? Ich zeig's dir gleich. Das ist ein Nekromo. Ich finde das nicht lustig. Gib mir mein Geld zurück. So, wenn du irgendwo hin zielst und Steuerung drückst, dann fliegst du quasi dorthin. Das geht ja nur unter Schwerelosigkeit. Wir haben Blut an den Schuhen. Es geht nur um Schwerelosigkeit, ist ja klar. Und das Ganze hat den Nachteil, dass man sich ziemlich schnell nicht mehr richtig orientieren kann. Oh, ich kann sogar auf die Kugel. Das Beste, was ich seit langem gesehen habe. War das nicht abzusehen? Nee. Wieso soll das denn abzusehen gewesen sein? Weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Oh Mann. Ich wollte sah die Kugel so aus, als könnte man darauf rumspazieren? Natürlich. Das war eine kleine Erde für Matze. Ja, ich wollte eine Kolonie aufbauen. Dann hätte ich alles voller Matzes gezündet. Das war extremst witzig. Habe ich das schon gelesen? Ja. Das habe ich schon gelesen. Ja, das hast du schon gelesen. Tab verlassen. Also nicht den Tab jetzt verlassen. Hast du eine dreckige Lache, also ganz ehrlich, Kevin. Warum? Das war echt witzig. Ja, ich glaube auch. Damit habe ich echt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ich war verblüfft. Aus dem Weg. Das war die andere Tür, alles klar. Sport hier. Den hast du auch drüber gehabt. Der hat schon gar keine mehr. Komm mal mit. Roll dich weg! Den kannst du mal dort reinschießen, dann siehst du, was passiert. Ich wollte ihn eigentlich jetzt hier so, Das wird nie gehen. Ach, deswegen! Du musst ja auch aufpassen, ich kann mit dem Elektro. Ja? C, wenn du zielst und C drückst auf so ein Vieh, dann ist das gestarst. Wenn man das so nennt. Aber dann ist es jedenfalls langsamer und besser zu treffen. Vor allem bei Kurs. So, du kommst jetzt mal mit hier, Restmüllentsorgung. Ja. Los, gib ihm! Jetzt hört's auf. Hm. Oh Mann, ich wollte gucken. Gucken. Übrigens, Kopf abschlagen hilft nicht immer. Nee, die können auch ohne Kopf noch ganz gut überleben. Liegt daran, dass es ja eigentlich auch nur ein Parasit ist. Treff wie ein junger Gott, ne, ich weiß schon. Lass mal auf die Hände treten, da ist noch eine neue. Und meine andere Waffe. Du denkst nicht, dass die da drin folgen können? Ja, nicht auf so schnelle.
Siehst du, die sind total verwirrt mit sich in der Welt. Außer der, der will wieder zu viel von dem. Na gut, nehmen wir mal eine andere Waffe. Die ist cool. Dude, Bro. Ganz schön garstig. Ja, die sind echt ein bisschen gemein. Da gibt es noch schlimmere. Ich verstehe auch nicht, was die für ein Problem mit mir haben. Ich finde mich eigentlich immer ganz cool. Vulgomatze natürlich auf dem ersten Versuch den Supermatter von der BMW. Ja, ich habe den Leviathan beim ersten Versuch geklatscht. Und das war ein absoluter Mega-Badass. Was muss ich machen? Hat sie einfach bloß richtig. Ich muss dahin. Da musst du dich wohl beeilen. Und was musst du da machen? Weiß nicht, gibt's hier eine Speicherstation? Nein. Ja. Yeah. Haben wir nicht irgendwo eine Missionslog oder sowas? Ja, aber das war eine Map. Schlüssel zum Abbaudeck. Kendra hat den Schlüssel zum Abbaudeck auf dem Unterdeck der Verbrecher lokalisiert. Verarbeitung. Das muss da sein, wo der Abbau-Supervisor gestorben ist. Ich kann diese Männer. Ich kann diese Männer und kann immer noch nicht fassen, dass sie tot sind. Ja, ja. Naja. Vielleicht so hier so? Dann schnell hin. Oh man. Du hast gelacht, aber ich musste dahin. Mit E oder so? Ich hab nicht gelacht. Du hast vorhin gelacht. Ja, vorhin. Was? Mit E oder so hinstellen? Mit E oder so hinstellen. Ja, probier ich mal. Das sah so aus, als könntest du es irgendwie platzieren. Na, irgendwas konnte man da machen, ja. So sind wir uns einig soweit. Wo muss der Sender denn hin? Sicher, dass er da. Na, irgendwo auf den Code klicken. Ja, ja. Die Markierung geht ja dorthin, ich denk mal schon. Nervig, dass du erst immer wieder alles ausräumen musst. Ja, das wäre halt eine Speicherstation manchmal echt oder eine Quicksave-Funktion, so wie bei Fallout. Ja, ach, das hasse ich an Spielen, wenn die keine Quicksave-Funktion haben. Ja. Oh ja, ich hab's gelesen, ist ja gut, Mensch. So, man equippe mich mit Muni. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der Folge effektiv noch nicht viel geschafft zu haben. Du musst auf das Ding drauf springen, wenn die gerade so durch die Mitte durch sind, dann hast du dich. Und am besten möglichst weit nach vorne gehen. Von hier so meinst du? Ja, aber ich denke. Vielleicht kann ich ja dort noch irgendwas machen, so deaktivieren oder sowas. Ich Bro? Nicht. Ich würde erstmal die BMW Necromorphs, die kommen abmurcheln. Naja, machen wir das so. Und warum? Warum die abmurcheln? Denn sicher ja. Ist sicher. Warum nicht? Weil wenn er dann wieder stirbt, muss es nochmal machen. Richtig, aber. Ich sterbe jetzt aber nicht nochmal. Was? Das ist ein gutes Argument. Ich bringe eigentlich fast nur gute Argumente. Also, ich würde sagen, Trefferquote von 90%. Mit dem Argument und mit dem Schießen? Sowohl das auch. Schießen sogar noch ein bisschen mehr. Achso. Ach, der ist ja schon weg. Er lebt. Da lebt er wirklich! Er lebt! Zeit, dass sich was lebt. Zeit ist nicht was im Leben. Shake it, baby! Das ist schon toll. Ja. Das ist aber auch hartnäckig. Du kannst übrigens nur nachladen, während du zielst. Sind die schwarzen? Also du kannst generell nur Waffenaktionen ausführen, während du zielst. Was wäre schwarz? Ich sag, die schwarzen sind. Besonders hart, ey. Achso, du musst ja wissen. Alter, Hobby-Rassist, ja. So, wann sagst du? Ne, beobachte das mal ganz kurz. Es gibt ja den Moment, wo beide so durch die Mitte durchgehen. Und ja, genau ja. Danach, wenn die durch die Mitte durchgegangen ist, musst du draufliegen. Geh nicht so weit zurück, weil dann fliegst du dir länger. Und jetzt mit E. E, F. Der hat aber auch einen Arschruhe weg, ne? Jetzt schnell weg! Ah, ja, ja, das ist doch. Ich dachte, du stirbst nicht mehr. Oh, na, was soll ich machen? Hast du gesehen, wie viel Zeit er sich gelassen hat? Da lässt sich noch einen Kaffee aus der Hose. Das war das letzte Upgrade, was wir am Anzug gemacht haben. Ein Kaffee-Vollautomat. Ja, großartig. Mit ganzen oh, Boden, nee. Ja, die werden erst gemalt. Versuch's jetzt noch einmal und dann raste ich. Dann ist Kevin dran. Ja, ja. Kann ja nur besser werden. Na, so ist das nicht zu laut. Das kann ja nur besser werden.
Er hat es nicht laut gesagt. Ja. Zumindest nicht zu laut. Oh, was, wie jetzt in... Hä? Was? Ja, oder was? Hä? Oh, was? Oh, was geschieht? Hä? Ach so. Was haben wir denn jetzt im Inventar, suddenly? Wait a minute, so der Ripper klingt. Ich hau doch mal welche weg. Wie hau ich denn die weg? Ah. So, was haben wir noch so? Wissen wir denn auch das Stasi-Modul hier nehmen könnten? Na egal. Halbleiter Gold, was haben wir hier? Ja, toll. Für die Energiekanone. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich halt wüsste, ob es E oder F gewesen wäre. Ich habe die aber so schnell hintereinander gedrückt. Und gibt's ja, noch keine Pausentaste? Bevor du die jetzt. Nee. Mach, mach, Bro, Dude, Dude, Bro, Bro, Dude, los, gib ihm Stoff, hart. Ah! Jetzt weg, weg. Ja, ja, da, ich wusste es. Ja, es geht nicht, es geht verflucht ja, mal nicht. Musst du so irgendwie stasen? Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Warum haben wir es? Ja. Ja, aber liebe Freunde, aber... Das ist nicht mal die Idee von Matze. Das ist eigentlich meine Idee und Kevin wird sie umsetzen. Super. Wir werden alle lachen. Ja, ja. Nee, ist eine super Idee, machen wir so. Könnte klappen. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ich freue mich wie ein Schnitzel.